Waiting for a match. Sieht irgendwie nicht so aus, aber. Okay, jetzt lädt es. Siehst du, oben kommen jetzt so ein Ladedings und dann. Bei mir nicht. Ah, jetzt. Bei mir auch. Aber wahrscheinlich sind wir alle in unterschiedlichen Spielen drin. Wahrscheinlich. Town Together Entrance 01. Naja, ist schon mal das gleiche Level, was gelandet. Ich bin woanders gelandet. Da waren andere Leute drin. Ah, du hast schon geladen? Ja. What the fuck? 8%, 9%, 10%. Geht der fix mit deiner Leitung, Jena? Und bei. Oh. Das Gute ist, ich kann den schlagen, wenn er böse ist. Tatsache, hier sind andere drin in dem Match. Das ist natürlich jetzt. Ja, bei mir auch. Grandios. Bei mir ist Dekron, Azeroth und Golden Seal. The Stuff Den Does. Bei mir sind auch drei andere Leute drin. Warum? Und warum wundern die sich über ein Level 25er? Haben die anderen alle Level 1? Ach ja, richtig. Die Counselor sind jetzt so stark. Ja, grandios. Dann müssen wir uns mal... super. Wie kann man denn dann in der Party... Also ich habe gleich auf jeden Fall schon mal die Karte. Das ist schon mal gut. Ich level schon mal. Ja, es ist jetzt wenig lustig, wenn wir alle in verschiedenen Spielen sind irgendwie, Captain, ne? Captain Sparkles. Ja. Robin Sparkles. Die sterben alle ziemlich schnell. Hey, ja, wir sind zusammen. Hä? Wir sind zusammen. Tobi und du, oder was? Ja. Sehr gut. Wenn du auf Escape gehst, kannst du die Leute nachgucken. Ah, oh, oder so. Okay. Ja, dann fehlen ja nur die anderen. Schmeiß ihn her. Aber wer... Phantom Taker ist auch da drin. Ja, das bin ich. Ist der Mage irgendwie erwachsener und die alle? Ja, die sind alle jetzt so ziemlich erwachsen. Also älter. Ja. Okay, Rechtsklick und Linksklick ist beides schießen. Rechtsklick kannst du aufladen. Was ist mit dem... Okay. Ah. Gott. Also ich habe ihn schon mal sehr gut begrüßt, den Kollegen hier. Was ist denn das? Was sind 5? Das sind deine Spezialfertigkeiten. Das ist eine Minenfalle. Was war 1? 1 ist dein erster Tower, den du bauen kannst. Nee, das war eine Spezialfertigkeit. Achso, ja. Ja, 1 bis 4 sind Spezialfertigkeiten und die anderen sind Tower. Mhm. Ja. Oh, man hat jetzt 4 Schlüssel. Cool. 4? Ich habe nur 2. Ich habe 4. Wo sieht man die denn? Unter deinem oben links da. Wie kann man die Karte öffnen? Oben links? Gar nicht. Oben rechts oben ist die Karte links. Permanent. Oh, ich hab. Nein, ich hab. Gibt noch keine große. Shit, ich hab mein Mana-Ding weggeworfen. Daran wird wo ist denn oben links? Also, wo oben links? Unter deinem HP. Müssten 2 Schlüssel abgebildet sein, wenn du welche hättest. Okay. Ich könnte jetzt theoretisch einen einladen. Auf 1920 zu 1080 ist oben immer die Schrift ein bisschen raus. Ist das Absicht? Bei mir. Bist du im Fenstermodus? Nein, eben nicht. Keine Ahnung. Geht das auch so? Session Players in Game First Wave. Ich versuche mal den hier Shadow einzuladen bei mir. Ich kann noch mal 12. Ich irgendwas bekommen. Es gibt unbegrenzte Units? Oder wie ist das? Nee, deine nicht. Units sind rechts. Achso, die 440 von... Genau. Okay. Ah. Woher sehe ich, wie viel meine macht? Muss man die Fallen bei der wieder aufladen? Wie damals? Was muss man aufladen? Die Fallen von der Jägerin, muss man die wieder aufladen, wie damals? Ja, richtig. Okay. Du kannst, wenn du Shift gedrückt hältst, die Statistiken der Sachen sehen. Shift? Genau. Naja. Das ist quasi wie damals die... die Karte. Achso. Na, ja, siehst du Tab. Dann die Reichweite und mit E kannst du auf die Fall noch draufklicken. Ich meine mit, warte mal, kann man mit Shift kann man die Reichweite sehen, wohin die Ja genau, mit Shift die Lebensenergie, Reichweite und so weiter. Hier, guck, Tobi. Explosive Trap. Alles klar. Yay, ach nee. Schießt man eine Kanone von oben auch überhaupt, oder? Wie kann ich Dinge einsammeln? Gut, die Grafik ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wie kann ich Dinge einsammeln? Rein. Drüber laufen.
Oder was meinst du? Dann ist das nichts für mich. Achso, nee, dann E drücken auf die Sachen. Ah. Ich bin gerade total. Die anderen armen Typen, die mich hier im Spiel drin haben. Friends. Shadoha. Oh, ich lade dich mal bei mir ins Spiel ein. Achso, nee, das ist ein Chat hier. Ach, je. Gott. Oh, sie sind gleich im Kern, die sind gleich im Kern. Was, wo? Ja. Was macht ihr denn da? Achso, ich kann dich nicht einladen, wenn das Spiel voll ist. Ja, das ist natürlich... Also man stimmt. Muss erst ein Spiel, muss hoffen, dass da drei Plätze frei sind und dann kann man... Ja, Arau sent you an invite. Jetzt krieg ich schon Invites von anderen Leuten, die ich kenne. Kennst du Leute? Ja. Manche Leute mögen mich. Was ist das hier für eine Fähigkeit? Ich weiß es nicht. Main Core, was? Alter, wir verkacken auf dem ersten Level. Ja, wie gemein, als Council-Member kriegt man auch noch 4 Schlüssel pro Runde und nicht 2. Also wir Friends kriegen nur 2. Keine Ahnung, ob das daran liegt oder ob das im Level liegt. Ich habe jedenfalls 4 pro Runde. Nicht 2. Ja, wir nicht. Ist ja schon wieder sehr imbalanced. Ja, da habt ihr eigentlich auch recht. Okay. Ich finde auch, dass es ziemlich unfair ist. Was ist das hier? Headslot. Totem Heroes. 16, okay. Also die Grafik ist echt ein bisschen... Da fand ich das übersichtlicher ein Ding. Im ersten Teil. Und ja, es ist schon sehr comicartig, das stimmt. Hm. Haben sie schon ein bisschen dran rumgefeilt. Aber ich finde gut, dass es halt nicht die gleiche Grafik ist wie vorher. Sicher? Sieht doch identisch aus. Nee. Nein. Ist ganz anders. Was kann ich eigentlich... Ich weiß nicht, was ich für Special-Fähigkeiten habe, aber egal. Nicht, das sieht anders aus. Wie kann man eigentlich upgraden? Nehmen auf die Dinger Q und dann auf die Türme. Wo steht das dabei? Oh, kostet 100. Ja, wie habe ich? Ich habe gerade mal 50, ich kann die gar nicht upgraden. Und wie sah Dungeon Defenders 1 aus? Das ist doch... Ja, vom Grafikstil war ein bisschen anders. Es war mehr, weiß nicht mehr. Nicht so gezeichnet, keine Ahnung. Doch, ist jetzt genauso gezeichnet. Oh, keine Defense Units mehr. Ich würde gerne wissen, wo ich noch. Wo sieht man, wie viel Kristalle? Oben rechts? Nee. Nee, unten hast du. Links sind die blauen für deine Fähigkeiten. Ach so, 50 kann man nur maximal haben. Nee, wenn du levelst, kommt aufs Level an. Ich kann bis zu 500. Also ich kann 75 von den rechts und 250 von den blauen. Ja, genau. Die blauen upgraden sich auch nicht. Also blau kann ich auch nur 250 und 500 jetzt halt von den grünen. G ist wieder ready? G ist ready. Ja. Ah. Einziger, der ready ist. Nicht mehr. Genau. Ich habe 2... Oh, ich kann ja wieder. Woher habe ich denn schon wieder was bekommen? Das ist ja überraschend. Und ich habe schon den ersten Bug gefunden. Ich habe 30 Kristalle und meine Trap kostet 30 und der sagt not enough money. Ja. Beispiel. Ja, dass ihr noch genügend Defense Units frei habt. Ja, welche sind es? Rechts in der Mitte ungefähr. Ja. Okay, dann ist es falsch, dann wird es nur falsch angegeben. Wir haben 0 von 650, wenn das die sind. Dann habt ihr keine mehr. Aber. Dann heißt es einfach nur, ist die Meldung nur falsch, der Text. Ja, dann ist der Text falsch. Aber damit kann man auch leben. So, wer ist denn jetzt hier wo? Achso, da kommt gleich, nee. Gott, ist das. Komisch. Nee. Ja. Ja. Und außer, dass die Charaktere etwas erwachsener aussehen, finde ich, hat es. Bomben. Den ähnlichen Stil. Aber ich frage mich, was dann die Party überbringen soll, wenn. Nix. Das ist noch. Vielleicht ist es noch nicht so weit implementiert. Ja, doch, eigentlich gibt es sie ja extra dafür. Also die haben das extra mal eingeführt, damit man eben mit anderen Leuten zusammen spielen kann. Das Overlay gab es früher noch nicht, oder was? Nee, die gab es früher nicht. Okay. Hätte ja sagen können, dass es so Steam-mäßig generell bei dem Programm ist. Mhm. Ja, dann spielen wir die Runde hier noch zu Ende und danach gucken wir dann mal mit der Party. Ich bin jetzt gerade in Welle 3 von 5. Warum kann ich hier meine Tor an? Warum rennen sie nicht dran vorbei?
Ich meine, der steht nicht im Weg. Ah, aber das Skill ist ganz cool von der. Genau, ja, ich glaube, das die Skills sind ziemlich cool gemacht. Die Grafik-Design ist ein bisschen kindlicher. Ja, aber nicht viel. Das andere war auch schon sehr kindlich. Nicht in dem. Doch, doch. Was ist das denn hier? Das war alles sehr auf Comic-artig. Ja, Comic schon, aber ich meine, hier die Orks sind aus. Okay, nee, die Fresse nicht. Also, ich finde, das hat mehr Farbe, das Spiel. Ist ja, mehr, mehr noch in Richtung Comic als das andere. Das alte, das. Ja, aber es war alles schon sehr viel. Also, wenn man später die ganzen Waffen aufgebaut hat, dann war es schon relativ viel mit Farbe. Aber ja, das Map-Design ist. Das ist ein dicker. Level 4. Ich finde, dass die hier mit den Kanonentürmen und so noch nicht ganz so toll sind. Also die Schüsse sieht man noch nicht ganz so gut wie früher, die Feuerballtürme. Das sah mächtiger aus, als die geschossen haben. Mhm. Ja, das ist noch ein bisschen weniger. Das sind ziemlich klein, die Geschosse. Ja. Oh, das finde ich noch ein bisschen schade. Level up, level up. Yay. Das kann ja theoretisch sein, dass die es noch ändern. Alter, der ist ja fast tot, ob ich jetzt ein Level up kriegen würde. Repair. Nur so richtig viel vorwärts sind sie mit dem Design jetzt. Wow. So, repaired. Jetzt habe ich schon wieder kein Geld mehr dafür. Oh, hier liegen ja überall Sachen rum. Ja, mit den Kristallen ist auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, früher gab es ein paar mehr und die waren noch ein bisschen größer von der Form her. Ja, ich glaube, im späteren Verlauf gibt es auch wieder die größeren. Weil am Anfang gab es die großen ja auch noch nicht. Da gab es ja auch nur die gab es zwei Stück. Die blauen und die grünen gab es am Anfang schon. Mhm. Aber die lilanen und so, die gab es am Anfang noch nicht. Hoch. Ist durchgekommen. Unverschämtheit. Wobei der Monk und seine Nahkampfangriffe ist relativ smooth gemacht. Also das ist schon sehr schön. Ja, der Mönch ist auch der Lieblingstyp von den Entwicklern. Deswegen haben die den extra gut gemacht. Okay. Oh, ich habe ein Schild eingesammelt. Das ist ja dann schon wieder irgendwie ein bisschen blöd. Also von dem Typ, der die Animationen macht. Das hat er in meinem Livestream gesagt, dass es halt sein Lieblingscharakter ist. Und der deshalb sehr viel Fokus auf den gelegt hat. Ach, hat ja doch sehr viele Nachteile, wenn man sowas auf und zugibt. Ich finde es eigentlich recht ehrlich. Ja, aber wo kann ja ich meine Sachen, kann ich die hier auch irgendwo ändern? Oh, jetzt habe ich okay gedacht. Die Forge ist da. Defenders Forge, dieses lila Ding. Aha. Da, das kann ich nicht aufnehmen. Ja, toll. Medallion of Heroes. Das hier oder was? Ah, auch ich dachte. 3 von 4 Heroes können es tragen, nur ich nicht. Das ist ja. Okay, jetzt ich finde es fair. Ich finde auch fair, dass du doppelt heilst. Das finde ich eher unfair. So, okay. Dann nicht. Na. Nächste Runde. Bei uns geht gerade alles den Bach runter, die anderen können nichts. Ja, du bist auch Level 25? Mhm. Mach mal die anderen nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Aber naja. Naja, von deinen Stats. Genau, sag mir mal deine Stats gleich beim. Mhm. So, zum Beispiel dein Angriff. Außerdem hast du schon Zugriff auf all deine Fähigkeiten. Auf Level 1 und 2 kannst du ja noch nicht mal deine erste Falle upgraden. Weil du nicht genug Kristalle hast. Das stimmt. Ja, in der Mitte ist gerade so ein Oger. Ja, hier bei uns auch die ganze Zeit. Ach so. Das ist noch ein größerer. Das sind keine Oger. Die blauen sind Ox. Die Oger. Und das sind quasi jetzt Minibosses. Ja, komm, die gab es eben schon in der Runde davor. Na, aber der eine hat sich bis zum Core gerade. Ja, ich bin geschlagen. Da gerade, ich hau da drauf. Okay, er ist tot, aber von links kommt jetzt der nächste. Gerade echt laggy hier. Also, wenn zu viele Mobs da sind, dann wird's laggy. Hm. Ich habe 32 Frames, aber. Ja. Du musst die Grafik mal ein bisschen runterschalten bei dir. Oh Gott, ich bin gleich tot. Die ist noch relativ heftig, glaube ich. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt. Was ist meine vierte Fähigkeit? Kann ich mich. Oh, ich kann mich heilen. Ja, du kannst dich heilen, das kann jeder für 100. Wie für 100? Ja, aber das. Egal. Oh Gott. Wir verkacken ja richtig. Oh, wir auch. Ja. Sieht man irgendwo.
In der vierten Welle verkacken wir gerade richtig hart. Bei uns startet die vierte Welle nicht, weil der letzte Charakter sich denkt, nö. Ja, aber... Ja, bei uns auch die ganze Zeit. Wenn zwei auf OK gedrückt haben. Oh Gott, ich bin gleich tot, ich muss mich irgendwo heilen. Aber der Kristall hält ganz schön viel aus. Das ist anders als damals. Ist ja noch einfach. Sollte das Heilungsgedöns nicht irgendwie Mana kosten? Weil bei mir hat das überhaupt kein Mana gekostet. Aber du kannst es nur nutzen, wenn... Oh ne, kannst du nicht. Okay. Ja, es sollte, es tut's aber nicht. Schnell, wir schaffen es noch, wir schaffen es noch. Und wir sind defeated. Ja, also ich bin mit der Runde fertig, ne? Ich warte mal auf euch. Oh ne. Das war viel. Ach so. Also du kannst mir ja gleich mal sagen, wie viel Schaden du machst, weil ich mach 88. Wo siehst du das? 10, ja. Das ist eine 10. Rechts neben deinem Leben. Ich mach ca. 1000. Das ist kein Unterschied. Das nee, ne? Rechts neben meinem Leben? Wenn du in Charakterbildschirm bist, nicht da. Machst du. Gut, das heißt, die meisten sind... Ich mach hier einfach nur mal... Ach, der Tower wurde jetzt zerstört, stimmt ja. Kann ich da oben nicht irgendwie einen hinbauen? Könnte ich, reicht der da runter bestimmt. Ja, meine Barrikade ist fast kaputt und keiner repariert sie. Ihr unfähigen Mitspieler. Kann man Dinge, Mit R kannst du die reparieren, ne? Ja, nein, ich meine, egal. Richtig. Ich wollte nur sicher gehen. So, und dann kommt noch ein Tower. So, mein Held ist jetzt Level 2 und hat Ausrüstung. Bisschen. Ich mache jetzt schon mal 100 Schaden. Da. Sehr gut. So, wie kann ich hier da? Oh, die Gegner machen mir quasi keinen Schaden. Das ist natürlich angenehm. 128. Okay, ich wäre eigentlich, glaube ich, sogar... Oh, da liegt nur Zeug. Ich treffe die nicht so gut. Kriegt jeder eigentlich sein eigenes Loot? Nein. Teils. Ich meine, manches kannst nur du sehen. Aber ich bin mir nicht also ganz sicher. Am Ende, nachdem das Spiel vorbei war, kriegst du auf jeden Fall Loot einfach so. Also, das hast du nicht eingesammelt. Du kriegst einfach so für geschaffte Runden Loot. Dann am Ende, wenn das Spiel zu Ende ist. War jedenfalls bei mir eben so. Auf einmal hatte ich 4 Items. Your health, resist, defense power. Ne. Ihr lebt alle noch? Also, bis auf Mann. Ja, aber wahrscheinlich werden wir die vorletzte Runde jetzt verkacken, so schlecht wie es eben lief. Oh ja. Oh, ich bin Level up. Ich habe zwar jetzt hier oben noch einen Tower angestellt, der ein bisschen mithilft am Ende, aber... Ich habe keine Kristalle. Ich glaube, Barrikaden wären gar nicht so schlecht. Nein, sag bloß. Die waren bisher noch nie hilfreich. Achso, die gab mir ja den Tower. Ja. Available next build. Hey, jetzt hatte ich nur 2 Schlüssel. Ha. Wie unfair. Wie fair. Ja, wie fair. Unfair. Naja, die werden ja sowieso alle deleted, die ganzen Charaktere. Wenn das Spiel rauskommt. In 5 Jahren. Wie lange ist das Spiel? Ist das jetzt in der Pre-Alpha? Seit mindestens 5 Monaten, oder? Jetzt circa 4-5 Monate. Ja, dann könnte das ja noch eine ganze Weile dauern, das Spiel. Richtig. Ich finde cool, dass die Critical Hits eingebaut haben. Nein, sie sind beim Kern. Ja, finde ich auch ganz nett. Ah, achso, das war ein... Da liegt was, aber ich kann es doch aufsammeln. Aber immer erst beschweren. Oh Gott, ich muss mich erstmal heilen. Nein, nicht 5, 4. Und der Mann ist gleich tot. Ja, er ist tot. Das sieht bei euch ja schon sehr abenteuerlich aus, ne? Aber ihr Leben ist halt ein bisschen actionreich. Mhm. Ich sehe das.
quasi so, wer oh beschäftigt nicht gerne 50 Mobs um seinen Kristall herum? Confession by 9gag. I'm extra nice to depressed students, so I'm not a target if they shoot up the school, sagt ein Lehrer. Sehr gut. Ist natürlich auch voll geil, dass ich die Map hier schon kenne. Ich habe das hier ist eine der neuen Maps, die ich noch nie gespielt habe vorher. Deswegen ist es sehr abenteuerlich. Wir dürfen nicht verlieren. Die erste Map ist eine Map. Ja, nur noch der. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Und ein Level Up. Unlocked. Was haben wir denn unlocked? Ich glaube, 2 Fähigkeitspunkte. Kann man hier auch noch seine Starts verteilen? Turm, ich. Zweiter Turm. Wie kann ich eigentlich die ganzen Sachen sehen, so Inventar und so? An deiner Schmiede hier. Hat man Stats? Ich weiß es nicht. Ja, klar. Ah, okay, ich hab grad ready gemacht. Nein, ich meine auch Stats, die man verteilen kann. Nee, die hat man noch nicht. Meine ich. Also das wird alles durch Ausrüstung im Moment gemacht. Ja, okay. So, was habe ich hier noch? Da habe ich was ich noch nicht hatte. Mir fehlen nur Schuhe. So wie gestern. Da hatte ich ja nur einen Schuh. Ja, richtig. Aber da waren wir uns ja einig, dass das eigentlich okay ist. Ja, voll super. So, okay. Was kann ich denn jetzt hier? 6? Das sind Barrikaden. Ich würde auch gerne eine bauen. Aber ich glaube, da müssen schon 2 hin, damit die... Ich finde voll gut, dass man beim Bauen jetzt laufen kann. Das ist echt sehr, sehr schön. Um die Sachen flexibler zu positionieren. So, machen wir das doch mal so. Ja, das sieht doch schon mal professionell aus. Das ist ja hier in der Mitte, wenn auch so geil, so eine Barrikade. In diesen dünnen Gang. 2 könnte ich jetzt noch machen. Also hier so, wo. Am besten wäre es natürlich, wo irgendwelche Tower sind, aber damit haben wir keine Tower. Ach, ihr seid in der 5. Wave. Okay. Ich werde jetzt gleich nach der Runde mal nachgucken, wie das ist mit der Party, ob da irgendwas im Forum stand. Zu. Ja, alles klar, ich bin bereit. Was ist das Ding hier? Achso, Feierding, okay. Bekommt man Kristalle zurückerstattet, wenn man die verkauft? Ich meine ja. Cell steht normalerweise da dabei. Sogar dabei. Ja. 17 aber nur, wenn ich klein und grau, aber... Ach, guck mal hier oben. Es gibt ja diese Fallen, die man aktivieren kann, um Mobs zu killen. Ja. Das sollte man vielleicht mal nutzen. Ich habe dieses Eisding, habe ich eben einmal geschossen. Es dauert aber 60 Sekunden, bis sich das wieder auflädt. Ach, die Eiskarte oben. Ja gut, ich glaube, ich werde mich dann hier oben mal so ein bisschen positionieren. Ja, das ist einfach mal eine Jägerin, die gar nichts macht. Diese Feuerkarre. Auch sehr schön. Und Defender's Forge, das ist... Phänomener. Ja, was haben wir denn? Bei uns geht gerade alles kaputt. Aber gut. 188,5 Hero Damage. Na. So, 10 Sekunden geht's los. Nein, bau doch nicht deine Magic-Barrikaden da vorhin. Warum? Sinnlos. Wir haben gewonnen. Ich habe eine Mana-Bomb gemacht, alle tot. Noch ein Stück. So. Bam. Ja, alle getroffen, alle tot. Die sind alle immer noch geflasht davon, dass ich schon die ganzen Türme habe und so. Das ist sehr lustig. In der Mitte sieht es halt ein bisschen doof aus hier. Ich gehe jetzt hier aus dem Spiel erstmal raus. Leave Game, yes I am. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, vielleicht kann man einen in der Session hier irgendwie hinzufügen, aber ich weiß halt nicht genau, wie das geht. Moment, ich guck mal kurz.